Würdest du bitte nicht so weit vor mir herlaufen? Ich bin nicht deine Konkubine. Entschuldigung. Schämst du dich für mich? Ein wenig. Ich habe ein Wort mit dir zu reden, Charlie. Hör jetzt auf, du siehst fantastisch aus. Nein, wir müssen unsere Geschichten abgleichen. Welche Geschichten? Wir sind immerhin ein Paar. Wann haben wir uns kennengelernt? Seit wann leben wir zusammen? Okay, ich habe dich in Thailand kennengelernt und jemandem abgekauft. Ich mein's ernst. Wenn wir das durchziehen wollen, müssen wir überzeugend wirken. Haben wir einen Lieblingssong? Posenamen füreinander? Ich meine, ich weiß nicht mal, ob wir Männchen oder Weibchen sind. Oh, ich vergaß. Der Kerl, von dem ich dich in Thailand gekauft habe, hat dir die Stimmbänder entfernen lassen. Charlie, ich bin ja so froh, dass ihr es geschafft habt. Ich bitte dich, war uns eine Ehre. Du bist bestimmt Alan. Willkommen. Ich bin der Ehemann. Nein, ist er nicht. Hör auf, sowas zu sagen. Keift euch nicht an, Schwestern. Kommt was trinken. Apfeltinis. Und wie habt ihr zwei euch kennengelernt? Nett, dass du fragst. Wir waren in der Kaffeebohne. Du weißt schon, die Enlargement Village, wo man erst zwei Törtchen will und dann vier isst. Jedenfalls haben wir beide eine Soja-Latte geordert und als die erste kam, haben wir beide danach gegriffen und unsere Hände streiften sich. Oh, ist das romantisch. Ja, es war einer der Momente, der einem ewig vorkommt. Ja, wie der hier. Fängst du schon wieder an? Nein. Sonst werde ich sofort rausrennen und mir ein Taxi nehmen. Tut mir leid. Tut mir leid. Was? Tut mir leid. Purzeltchen. Erzähl weiter, Alan. Naja. Okay. Wir sitzen also zusammen, unsere Hände streifen einander und wir sehen uns in die Augen. Und er bekommt Angst und verschüttet den Kaffee über sein scheußliches Bowling-Shirt. Die einzige Tucke in Amerika, die sich anzieht wie der Präsident. Du übertriffst dich, Alan. Jedenfalls nehme ich ihn mit in meine Wohnung, um sein Hemd mit der Hand zu waschen. Und abracadabra, hokus pokus, da sind wir. Eine entzückende Geschichte. Ja, supi. Ja, zum Schießen. Immer wieder urkomisch. Oh, da ist jemand, den ihr kennenlernen müsst. Lauft nicht weg. Alles super, kleiner Pooper. Okay, du musst dich ein bisschen zurückhalten, sonst gibt's noch Feueralarm. Wie meinst du das? Ich meine, wenn du noch weiter so warm tust, fangen die Vorhänge bald Feuer. Ja, echt? Du musst dich mal hören. Alles super, kleiner Pooper. Bist du jetzt schwulen Alleinunterhalter? Ich möchte euch